Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir Dressings für Salate. Und ich erkläre euch einmal so die Basics. Was ist ein Dressing überhaupt? Woraus besteht das in der Regel? Und woraus kann man überhaupt ein Dressing machen? Ihr seht schon, ich habe hier eine Menge vorbereitet. Ich sage euch sofort, wir werden nicht alles brauchen. Ja, aber wir werden eine Menge Spaß haben. Dressings. Was ist das überhaupt? Was ist ein Dressing und was macht man damit? Und da möchte ich einmal eine grundsätzliche Sache einmal klären. Ein Dressing ist die Ummantelung mit Soße eines Salatblattes. Das ist die Beschreibung. Oder eines Salates oder wie auch immer. Und in der Regel besteht ein Dressing aus Öl und Essig. Ja, plus diverse andere Zutaten. Wenn ihr Öl und Essig so zusammenkippt, wird sich nicht verbinden, ja? Sondern es muss immer noch ein Emulgator her, in Senf, Joghurt, Mayonnaise, Tomatenmark oder irgendetwas anderes. Und um zu verstehen, wie Dressings funktionieren und damit ihr auch alles abwandeln könnt, müsst ihr euch eine Sache bitte merken. Ihr braucht für ein gutes Dressing ein Teil, das bedeutet, in dem Fall, nehmen wir mal 100 Milliliter Essig und 3 Teile Öl. 2 bis 3 Teile, je nach Geschmack. Das bedeutet, auf 100 Milliliter Essig braucht ihr 300 Milliliter Öl. Also habt ihr danach 400 Milliliter Dressing. Ja? Und wenn ihr dann noch einen Emulgator dazu gebt, ich erkläre euch gleich, was das ist, dass also die Bindung bleibt, habt ihr eine fertige Soße, die sich wochenlang hält. Ne? Und ihr müsst nicht unbedingt einen Essig nehmen, ihr könnt auch Säfte nehmen, um Dressings herzustellen. Ja, dann braucht ihr ein ganz kleines bisschen weniger Essig. Oder ihr könnt Joghurt nehmen und ein wenig Essig und Öl. Aber Öl ist absolut zwingend erforderlich. Und ich zeige euch jetzt heute einmal, wie wir bei uns in der Küche ein Dressing herstellen. Und zwar mache ich einmal ein Dressing mit euch, was heiß hergestellt wird. Und dann mache ich 2 Dressings mit euch, davon ein Klassiker, welche kalt hergestellt werden. Okay, so, ich stelle jetzt einmal hier die beiden Ölsorten weg. Das ist Olivenöl, das ist neutrales Öl. Ich bin immer ein ganz großer Freund davon, Dressing in einem neutralen Ton zu machen. Ja? Also weniger Olivenöl. Dann haben wir hier 3 Essigsorten. Apfel, Estragon und das wird Himbeer sein. Ne? Ja, Himbeer. Ich mache mit euch jetzt heute ein warmes oder ein heiß aufgezogenes Dressing. Und ein heiß aufgezogenes Dressing. Dafür brauchen wir Zwiebeln, rote Zwiebeln in diesem Fall. Die wird grob runtergeschnitten, muss gar nicht so fein sein, sondern sie muss nur grob geschnitten sein. Und dann geht die zusammen mit dem Essig in einen Topf und wird gekocht, und zwar so lange, bis sie gar ist. Und wenn sie dann gar ist, geben wir Senf hinzu, ein wenig Ahornsirup und dann montieren wir das mit Öl auf. Okay, jetzt könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt Apfelessig, Estragon oder Himbeer nehmen. Ihr könnt auch einen Balsamico-Essig nehmen, das ist völlig egal an dieser Stelle. Wenn ihr sagt, ihr wollt eher so ein Himbeerdressing haben, könnt ihr einen Himbeeressig nehmen. Wenn ihr sagt, ihr wollt Estragon-Essig nehmen, könnt ihr Estragon-Essig nehmen, ihr könnt auch Apfelessig nehmen. Ich nehme jetzt hier in der Stelle mal den Apfelessig. Das sind jetzt 300 Milliliter Essig in dem Fall. Ich koche das jetzt auf, dann wird eine ganze Menge von dem Essig verschwinden. Die Zwiebel wird schön weich werden und dann machen wir dann gleich weiter. In der Zwischenzeit zeige ich euch, wie man ein Caesars Dressing macht. So, ich sagte Caesars Dressing. Für das Caesars Dressing brauchen wir Eigelb, Knoblauch, Senf, Parmesan und natürlich Essig und Öl. Die Basis für das Caesars Dressing, was ich gelernt habe, ist geschlagenes Ei, Senf, Essig und Öl. Das ist auch die Basis einer Mayonnaise, möchte ich einmal dazu sagen. So, Knoblauch ist fein gehackt. Den Parmesan, der ist jetzt hier gerieben, den würde ich gleich auch noch einmal hacken, dass der ein bisschen kleiner wird.
So, sieht der im Moment noch aus. Da würde ich jetzt noch einmal kurz mit dem Messer durchgehen, dass der ein bisschen feiner wird. Ne? Wenn ihr feineren Parmesan zu Hause habt, dann nehmt den bitte. Das, das, jetzt Eigelb hinein. Das wird jetzt schaumig geschlagen. Ja? Am besten eigentlich mit der Küchenmaschine. Ne? So, schaut mal. Das ist jetzt schaumig geschlagen. Jetzt geben wir Zutaten wie den Knoblauch dazu. Senf. Ein Esslöffel. Ich nehme jetzt an der Stelle mal den Estragon-Essig. 100 Milliliter. Und rührt das immer weiter unter. Jetzt gebt ihr den Parmesan dazu. Und jetzt streiten sich die Geister immer. Nehmt ihr ein Olivenöl oder nehmt ihr ein neutrales Öl? Wie siehst du das, Stefan? Neutrales. Du würdest neutrales nehmen. Tatsächlich bei einem Caesars nehme ich jetzt das Olivenöl, weil ich gleich bei unserem anderen Dressing das neutrale nehme. So. Wenn jetzt die Schüssel so wie bei mir hier so anfängt rumzurutschen, ne, nehmt euch einen kleinen Topf, stellt das drauf und schon hört's auf. Und jetzt gebt ihr, lasst ihr das nach und nach, lasst ihr das Olivenöl da reinlaufen. Als wenn ihr eine Hollandaise aufmontieren würdet, ja? So ist das. Wenn ihr eine Küchenmaschine zu Hause habt, benutzt sie. Klassisch kommt da noch eine Sardelle rein. Die habe ich jetzt hier gerade nicht, deswegen verwende ich Salz und ein wenig Pfeffer. Chili hat an der Stelle tatsächlich da drin nichts verloren. Na, und ihr seht jetzt, dass es eine schöne, sämige Konsistenz bekommen hat. Ein wenig Salz. Nicht zu viel, ihr habt den Parmesan ja schon da drin. Und ein wenig Pfeffer. Und wenn ihr wissen wollt, ob das wirklich, wirklich schmeckt und ihr habt zufällig schon den Salat eingekauft, dann nehmt ihr euch einfach ein Salatblatt eurer Wahl. So. Tunkt das ein. Ihr seht dann auch schon, ne, wie das dann am Salatblatt haften bleibt. Probiert. Dann werdet ihr feststellen, es hat noch so eine gewisse Säure, so eine gewisse Schärfe in der Säure. Und ich bin davon ein ganz großer Freund, dann Ahornsirup hinzuzugeben, weil der Ahornsirup sich sofort auflöst. Ja. Und dann, gleiches Spiel, Salatblättchen. Sehr gut. So können wir es lassen. Dressing Nummer 1. So, Zwiebel ist gar. Dressing ist ein ganzes Stück runtergekocht. Ich fülle das jetzt einmal in einen anderen Topf um, weil den vom heißen Herd möchte ich jetzt nicht auf dem Brett stehen haben. In diesem Fall können wir jetzt ein kleines bisschen Zucker direkt dazugeben. Das ist jetzt ein Esslöffel gewesen. Salz können wir direkt dazugeben. Warum mache ich das? Salz und Zucker lösen sich in Essig besser auf als in Essig und Öl. Na, das heißt also, ich gebe jetzt schon mal eine gewisse Grundgeschmack vor. Dann kommt Senf dazu. Auch wieder ein Esslöffel. Ihr könnt groben Senf nehmen, ihr könnt feinen Senf nehmen, wie ihr wollt. Und hier habe ich das Öl. Das ist die doppelte Menge an Öl, die jetzt hier an Essig drin ist. Dann braucht ihr einen Pürierstab. So, wir pürieren das hier. So, bis die Zwiebel schön fein geworden ist. Ne? Also zumindest so fein, dass wir das Öl hinzugeben können. Auch da, wenn ihr eine Küchenmaschine zu Hause habt, benutzt sie. So, und jetzt geben wir nach und nach das Öl hinzu. Ich hebe das mal wieder an. Hoppala. So, wir pürieren es noch ein kleines bisschen weiter.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr das danach natürlich durch ein feines Sieb streichen. Dann habt ihr gar keine Stücke mehr oder ihr habt halt einen so starken Pürierstab oder so eine starke Küchenmaschine. Da müsst ihr auch nichts mehr machen. So, wir haben jetzt hier das Dressing fertig. Das hat eine zähflüssige Konsistenz, sodass es auch schön am Salatblatt haften bleibt. Die rote Farbe kommt jetzt tatsächlich von der Zwiebel. Ja? Also ich gebe jetzt noch ein kleines bisschen Ahornsirup dazu. So, dann machen wir auch wieder den Salatblatt-Test. Ihr nehmt ein Salatblatt. Einmal von der Viskosität her, also passt das von der Konsistenz. Schaut mal, das passt sehr gut. Das bleibt schön am Salatblatt haften. Ja, Öl und Essig trennen sich nicht. Jawohl. Säure passt, Schärfe passt. Wunderbar. Jetzt füllen wir das einfach um. Daneben füllen wir das Caesar's Dressing ab. Das Caesar's Dressing aufgrund des rohen Eis ist natürlich nicht so lange haltbar. Das müsst ihr, sag ich mal, so ein, zwei Stunden vorher vorbereiten. Wenn ihr sagt, ihr wollt da kein rohes Ei drin haben, dann könnt ihr auch Mayonnaise nehmen. Geht auch. Also dann Mayonnaise, bisschen Knoblauch, ein kleines bisschen Essig und Öl noch dazu. Fertig. Jetzt zeige ich euch etwas, wenn es mal ganz schnell gehen muss zu Hause. Ihr habt so ein Glas. Braucht einen Löffel. Und dann nehmt ihr Joghurt, einen Löffel, Senf, einen halben Löffel. Ich nehme jetzt in dem Fall Himbeeressig, dann haben wir nämlich alle Essigsorten einmal durch. Ja, sieht man das ungefähr so? Das sind auch ein Esslöffel. Dann nehmt ihr 1, 2 Esslöffel Öl, ein kleines bisschen Salz, nicht viel, ein kleines bisschen Ahornsirup, Deckel drauf, ja, so, und dann voilà, Dressing. Okay. Machen da auch wieder den Viskositätstest. Ne? Guck mal, wie schön das haften bleibt. Okay. Schneller könnt ihr kein Dressing machen zu Hause. Ja, da muss man nichts mehr dran. Von allen, die wir gemacht haben, ist das, was wir nicht nachschmecken mussten. Okay. Rezepte sind unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.